Der komplette Flugbetrieb in Deutschland ist gerade eingestellt und auch in weiteren Ländern der EU. Und ihr seht das, ich befinde mich gerade in Südzypern und dachte mir, wo ich hier gerade auf einen Geschäftspartner in Larnaca warte, gehe ich mal auf diese Nachrichten ein, die ich jetzt gerade hier eben lese. Und damit moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt ein Abo da lassen. Und wisst ihr Leute, wieder mal Flughafen BER, man kennt das ja mittlerweile, dass hier zahlreiche Probleme bei diesem Flughafen existieren. Zitat, heißt es hier, Technikgau, Vollchaos am BER zum Ferienstart. Und das muss man sich mal vorstellen. Jetzt haben da gerade endlich mal die Ferien gestartet und jetzt haben die Leute so ein großes Problem, dass es hier direkt zu solchen Problemen kommt und man im Endeffekt nicht in den Urlaub fliegen kann. Wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Weltweit Flughäfen, TV-Sender und Notrufe lahmgelegt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht seid ihr sogar davon betroffen, habt jetzt das Video vielleicht gefunden, seid auch neu auf diesem Kanal hier gelandet. Dann moin zusammen, Abo da lassen. Und dann heißt es hier, ist ein News-Ticker, ein Live-Ticker gerade auch eingerichtet worden hier. TV-Sender in Frankreich betroffen. Und ich mache dieses Video auch, weil man muss ja darüber nachdenken, wie abhängig man mittlerweile von dieser ganzen Technik und allem drum und dran ist. Und der Film Matrix hängt damit meines Erachtens auch ganz stark mit zusammen, wie stark man abhängig von Elektronik, von Technik, von Maschinen einfach über die letzten Jahre hinweg geworden ist. Und das kann nicht gut sein. Das kann nicht sinnvoll sein. Denn wir sehen ja auch eine weitere Entwicklung, gerade mit ChatGPT, also der künstlichen Intelligenz, die immer weiter Einzug hält in verschiedenste Bereiche. Und was ist, wenn so eine KI mal einfach ausfällt und nicht mehr so funktioniert, wie eigentlich geplant? Diese komplette Abhängigkeit ist ein ganz großes Problem. Und dass viele Menschen dadurch über die nächsten Jahre hinweg auch definitiv ihren Job verlieren werden. Darüber sollten wir uns alle im Klaren sein. Man muss sich auf so eine Situation vorbereiten. Das ist ja auch das, was ich immer wieder in diesem Kanal hier propagiere, dass ich sage, setzt nicht alles auf eine Karte. Orientiert euch mit mehreren Standbeinen, sei es finanziell, sei es von der Wohnmöglichkeiten. Was meint ihr, warum ich so viel in Südzypern bin? Wenn es in Deutschland wirklich zum Supergau kommt und zu schlecht wird, ich habe hier genug Kontakte mittlerweile, Geschäftspartner und auch in Anführungsstrichen gute bekannte Freunde, würde ich es noch nicht nennen. Aber so, dass ich mich hier auf jeden Fall frei bewegen kann, dass ich schnellstmöglich hier hinkommen kann und keine Probleme habe, hier eine Unterkunft zu finden. Das ist in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden in Deutschland oder generell in der EU, wie ich persönlich finde, unerlässlich. Aber ist das nicht schlimm? Ist das nicht schrecklich, dass man über so einen Schwachsinn sich Gedanken machen muss? Offensichtlich muss man das nur leider. Auf Frankreich zurück. Von den weltweiten Computerproblemen sind in Frankreich auch mehrere Fernsehsender betroffen. Der Bezahlsender Canal Plus informierte seine Abonnenten, dass er unter den Auswirkungen einer großen weltweiten technischen Panne leide, die die ordnungsgemäße Ausstrahlung seiner Kanäle verhindere. Auch der Fernsehsender TF1 ist betroffen. Ein Moderator sagte im laufenden Programm, dass der Sender nicht alles wie gewohnt ausstrahlen könne. Vielleicht ist das ja mal sinnvoll. Machen wir es mal so. Vielleicht werden jetzt einige Leute doch hingehen und alternative Medien im Internet benutzen, wie zum Beispiel verschiedene Nachrichtenportale oder aber eben auch, dass man hingeht und sagt, ich gucke mal den einen oder anderen YouTube-Kanal an, wie jetzt hier zum Beispiel, ohne mich in den Fokus stellen zu wollen, aber auch andere YouTube-Kanäle, die guten, kritischen, gut recherchierten Content machen und man sich eben nicht mehr so auf Tagesschau und andere Fernsehsendungen verlässt, die ja, schwierig sind, sagen wir es mal so. Das Ganze gibt es ja auch noch weiter, keine neuen Landungen in Zürich. Die weltweite IT-Panne wirkt sich auch auf den Flughafen Zürich aus. Aktuell seien keine Landungen mehr möglich, wie der Flughafen mitteilte. Flüge mit Ziel Zürich, die schon in der Luft sind, dürfen aber noch aufsetzen, heißt es hier. Jetzt stellt euch das mal vor, man kriegt das ja mit. Ne? Südzypern ist ja auch ein bisschen Urlaubsland, zumindest die Ecke, wo ich bin. Und im Hinflug, da hatten wir auch ein paar Leute mit Kindern im Flugzeug sitzen. Und dementsprechend, man hört dann die Kinder, die schreien und alles. Und stell dir mal vor, du sitzt jetzt im Fahrzeug, also im Flugzeug, ich sage immer Fahrzeug, im Flugzeug, wartest darauf, dass das Flugzeug die Starterlaubnis bekommt und endlich zur Rollbahn fährt und dann abhebt. Wenn du diese nicht bekommst für 20 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde, anderthalb Stunden, wirst aber auch nicht rausgelassen mehr aus dem Flugzeug. Mit Kindern da drin, die rasten aus. Die schreien komplett und alles. Also das ist halt auch sehr, sehr schwer. Das Bundesamt, heißt es hier, gibt eine Erklärung ab. Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik, wird gegen Mittag eine Erklärung zum IT-Ausfall geben. Da bin ich mal gespannt, weil ich bin ja auch vor meinem Studium, habe ich Fachinformatiker gelernt und
dementsprechend wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie das Ganze weitergehen wird und wie das Ganze auch begründet werden wird, worauf das basiert. Ich glaube, da kommt mein Kontakt. Und dann müssen wir mal drüber sprechen. Ich, ja, wie soll man sagen, ich bin ja da in dem Bereich auch relativ vernetzt. Hey! Mache ich gleich. Ich muss noch ein bisschen hier zu Ende quatschen. So, und dementsprechend, weltweit scheint da es ordentliche Probleme hier zu geben. Das ist wirklich richtig, richtig heftig. IT-Störungen legen Systeme hier weltweit lahm, heißt es dann auch noch bei der Welt. Weltweit kommt es am Freitag zu massiven IT-Problemen. Am Flughafen BER konnten Flugzeuge stundenlang nicht starten und landen. Und in Schleswig-Holstein sagte ein Krankenhaus alle Operationen ab. Das muss man sich mal vorstellen, was da abgeht. Ich hoffe, dass die ganzen Leute keinerlei Probleme haben oder ähnliches. Und dementsprechend, dass sich das hier lohnen wird, dass das Ganze wieder funktioniert und zu keinen großen Problemen führen wird. Das Ganze geht dann hier auch noch weiter. In Australien und Großbritannien können Nachrichtenkanäle nicht senden. Alle Entwicklungen im Live-Ticker, heißt es hier. Keine Probleme am Frankfurter Flughafen allerdings, da sieht es noch ein bisschen anders aus, dass dort die Probleme so nicht existent sind. Die Frage ist halt wirklich grundlegend, wie kann es sein, dass so ein riesengroßes Netz, was wir hier haben für IT-Infrastruktur und alles, so abhängig ist, dass es wirklich komplett weltweit zu so großen Problemen führt. Wir haben jetzt hier England gehört, wir haben jetzt hier Spanien gehört, Frankreich und alles, was ich an Nachrichten gelesen habe, Australien, dann haben wir Los Angeles, also die USA, die ebenfalls auch zu betroffen sind und so weiter und so fort, also wirklich ganz, ganz viel. Nochmal, es ist schön und gut, dass ich jetzt hier sitzen kann in Südzypern und ein Video aufnehme und kein Problem damit habe, jetzt hier das gleich auch hochzuladen und alles. Aber diese Möglichkeiten birgen natürlich auch die Gefahren, wie am Anfang des Videos schon geschildert, und natürlich ebenfalls auch eine ganz, ganz große Abhängigkeit. Weil überlegt doch mal, wenn man jetzt in ein Auto steigt, hat man über GPS und alles drum und dran und auch viele Funktionen, die nur verfügbar sind, dass das Auto vielleicht auch nur startet, sobald du irgendwie mit dem Netz verbunden bist. Gibt es ja auch schon. Da wünscht man sich eigentlich immer wieder so in die 70er, 80er Jahre zurück, wo die Fahrzeuge einen richtig schönen, guten V6, V8 Motor hatten, in Deutschland und besonders in den USA, und die einfach gar keine Probleme haben, gar keine Technik haben, wo du, wenn du ein bisschen schrauben kannst, mit ein bisschen Vergaser und dich und sonst was ein bisschen auskennst. Das sind Sachen, die wichtig werden über die nächsten Jahre, davon bin ich überzeugt. Und wir werden eine ganz andere Entwicklung über die nächsten Jahre hinweg ganz sicher sehen. Technische Probleme werden wir häufiger mitbekommen, davon gehe ich aus, weil die Länder es offensichtlich, in Deutschland vor allen, würden böse Zungen sagen, es nicht hinbekommen. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen. Das können die überhaupt noch? Das ist schon eine krasse Nummer. Das muss man sich halt auch mal vorstellen, weil es fängt an beim Drucker, der über das Netzwerk verbunden ist, den man dafür nutzen will, um das Ganze auszudrucken. So, jetzt wartet mein Kollege lang genug. Ich wünsche euch noch was hier mit Grüßen aus Südzypern, mit wunderschönem Wetter. Mal gucken, ob ich am Sonntag, fliege ich zurück, hier wieder überhaupt abfliegen kann. Ob das Problem bis dahin gelöst ist. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten und ciao.